So, Freunde, willkommen zum zweiten Teil des Ninja-Turms. Aber man sieht schon, wir haben nur noch 31 Minuten, bis die nächsten Flaggen kommen. Das will ich natürlich gerne nutzen. Ne? Ich hatte gestern Abend keine Lust mehr jetzt. Das heißt, ich muss es halt morgens machen. Und wir starten direkt mit dreimal Lila, zweimal Gelb, würde ich sagen. Zweimal Gelb, das sind die. Dreimal Lila. Ja, dann nehmen wir ruhig schon Rain mit, würde ich sagen. Und natürlich die beiden, ne? Anders geht's, glaube ich, nicht. Kommen wir nicht dran vorbei. So, auf geht's. Ja, wir müssen ein bisschen zügig sein, weil ich will ungern, dass da dann irgendwelche Angriffe dann jetzt flöten gehen, weil beim letzten Mal habe ich den ersten Tag verpennt, beziehungsweise gar nicht mal irgendwie ansatzweise einen Gedanken dran verschwendet. Und dann musste ich eine Flasche mehr kaufen und das war doof. Und man sieht schon, die Frequenz an Flüchen nimmt jetzt zu, ne? Wir hatten jetzt schon mehr als im gesamten ersten Match. Panther ist auch schon ein bisschen down, da müssen wir auch jetzt mittlerweile dann gucken, vielleicht sollten wir dann doch zeitnah auch Heiler mitnehmen. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof. So. Ah, komm schon. So, und jetzt Feuer frei. Zack, zack, zack. Geht dann relativ, in Anführungsstrichen, zügig. Okay. Ah, vielleicht brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt einen Heiler, aber ich denke mal, zeitnah müssen wir da schon was bringen. Jetzt nehmen wir Blau. So, man sieht, mein Level-Team hat sich geändert. Ich habe gestern 3 fertig gemacht. Ja, ich habe Kilian fertig gemacht. Ich habe Sonja fertig gemacht normal und Gnoma, und dafür haben wir jetzt Catmon, der ist schon gebreakt, der wird auch jetzt fertig gemacht, dann Quela und Shia-Hu-Dun, das sind so jetzt die nächsten 3 Projekte. Mal gespannt, das werde ich aber nochmal im anderen Video dann sagen, warum. Das ist mir jetzt, das kann ich dann besser zeigen. Jetzt habe ich eher nicht so viel Zeit, dem Video das jetzt hier zu zeigen. Und ich werde, ich gehe davon aus, dass ich den Turm durchspiele. Dann werden wir am Ende auch mal, dann werde ich es dann nochmal zeigen. Ich meine, das habe ich mir die letzten Male auch gemacht. Aber das können wir dann gerne nochmal machen. Welche Segen ich nehme. Aber worauf ich achte jetzt, ich mache ja bei den Ninjas andere Segen als bei den Magiern zum Beispiel. Ja? Aber das gucken wir uns dann alles. Das machen wir dann wieder, wenn es soweit ist, wenn ich den vollen Segen praktisch dann komplett habe. So. Das war natürlich jetzt eine schöne blaue Kombo am Ende, ne? Die hilft natürlich.
Mana für die Bosswelle, ne? Das ist eine der ganz, ganz wichtigen. Mana für die Bosswelle. Mal gucken. Blau nehmen wir, die drei blauen bleiben. Wir nehmen dafür aber zwei grüne jetzt mit. Grüne. Heiler lasse ich erstmal mal weg. Wollen noch nicht. Oh, das ist schön, dass wir jetzt hier einen Diamant gekriegt haben. Ich würde aber erstmal den hier wegmachen. Ja. Können wir direkt Diamanten nutzen. Oh, wir haben wieder einen Diamanten, das ist natürlich auch schön. Lassen wir mal. Auch einen Diamanten. Das kriegen wir weg. Mal so. Ah, schade. Dachte ich, krieg das irgendwie hin, ohne ein Special zu nutzen. Weißt du was, wir machen das jetzt mal so. Ich will Frieda natürlich haben, danach den Diamanten machen, ne? Falls wir den überhaupt noch brauchen. Ja, doch, brauchen wir noch. Okay, sehr gut. Jetzt, wenn man wirklich jetzt auf Zeit gegangen wäre, ne, in dem Fall hätte man dann Wirbelwind machen können und dann auch fertig gewesen, aber wir gehen ja nicht auf Zeit. Das ist ja relativ irrelevant. Wir gucken, dass wir es so schnell wie möglich fertig kriegen, aber setzen da jetzt nicht unnötig Items ein, falls es nicht so gut hinhaut, sondern einfach, die Items sind eigentlich nur dafür da, um zu kompensieren, falls wir einen Fluch nicht wegkriegen. Nichts anderes sind die Items. Da habe ich mir gerade fast ein Eigentor geschossen, weil ich hätte den roten vorher wegkriegen können, habe aber den anderen Move gemacht, damit ich dann die anderen Steine habe. Aber so kriegen wir ihn gleich weg. Ich würde gerne die gelben behalten. Bis zur Bossrunde. Also im Endeffekt jetzt in erster Linie mit grün was machen. Hier, komm. Na, schön, schön. Das war schön. Jetzt sind die auch alle voll. Jetzt müssen wir hier gucken. Ja. Ah, da kriege ich doch nichts hin. Machen wir das erstmal so. Den kriege ich auch nicht weg. Das heißt, ich werde jetzt hier einen Wirbelwind machen. Die kriegen jetzt 50 Mana. Und dann komme ich mit dem Wirbelwind. Dann sind die nämlich auch voll. Lösen sie natürlich beide bei erster Aufladung aus, war ja klar. So. Okay. Mal kurz den Zeitencheck machen, wie lange wir noch Zeit haben. 21 Minuten, okay. Verteidigung. Gelb, lila.
bleiben die drei gelben jetzt. Okay, let's go. Schön. Okay. Diamant in Diamant. Ja, ich habe gehofft, dass da noch ein Diamant kommt. Ich werde nicht enttäuscht. Dann ist die erste Welle weg. Hier unten haben wir ein grünes Match oder hier, je nachdem, wie wir spielen wollen, in welche Richtung. Ich bin's jetzt mal so. Ja, glaube ich, komme nicht drum rum, Diamanten zu spielen, oder? Ich nehme mal einen Panther. Oh, den habe ich jetzt hier gar nicht gesehen, den grünen. Was heißt, dann machen wir das? Machen wir das so, damit wir dann in die Bossrunde kommen. Da müssen wir jetzt mal eben gucken, dass wir hier was Weites hinkriegen. Das ist auch die schöne Sache mit Diamanten. Ne? Also man braucht dann nicht nur den Wirbelwind, sondern wenn man Diamanten hat, dann geht das natürlich auch alles. Da kann man natürlich auch sehr gut das Board bewegen, um dann möglichst einen Fluch wegzukriegen. Deswegen würde ich auch immer vorschlagen, bei solchen Sachen immer den Diamanten zu machen, wenn man die machen kann. Ja. Okay, vielen Dank. So, jetzt sind wir drei blaue mit und zwei rote. Wenn wir mit einem Heiler agieren. So. Auch natürlich immer noch volle Lotte Angriff, aber jetzt auch ein, der, falls es jetzt, ne, es wird ja ein bisschen kniffliger, je weiter man kommt. Aber einer sollte da erstmal noch reichen. Dann je weiter wir kommen, desto mehr probieren wir dann aus mit auch mit Spottern und allem möglichen Kram. Aber die noch, die richtig gut sind, sage ich mal, die heb ich mir ja immer auf, weil du weißt ja nie, was kommt. Dann kannst du, das hatten wir auch schon, machst den Diamanten und dann kriegst du einen Stein in der Farbe, ist egal welche jetzt. Und dann kriegst du diesen Fluch gar nicht weg. Auch nicht mit Wirbelwinden oder mit sonst was. Und dann verlierst du den Helden und hast noch ganz, ganz viel übrig. Und um das zu umgehen, ach, das war doof, versuche ich halt einfach so spät wie möglich mit den krassen Helden reinzugehen. Aber Ich kann es mir halt auch ein bisschen erlauben, ne? Das kommt halt dazu. Ich kann es halt so machen. Manche müssen halt mit voller Wucht direkt reingehen. Da kann das dann schon mal passieren, dass das dann auch wir dann einen guten schon relativ früh verlieren. Das ist dann alles so eine Sache der Heldendichte. Ja, ist nicht viel blau, ne? Also das ganze Match über ist bisher kaum was Blaues irgendwie rumgekommen. Ich meine nicht, dass Blau jetzt hier auch noch so geil ist gegen die. So, ja, jetzt habe ich nur Mariana. Eieiei.
Na, gucken wir mal. Und vielleicht kriegen wir hier einen blauen Diamanten. Sehr schön. So, so weit hinterher. Jetzt können wir den Diamanten auch direkt machen. Dann müsste gar nicht weg sein. Sehr gut. Zack, zack. So die roten. Aber ja, das Jade jetzt auslöst, ist natürlich wieder doof. So. Okay. Wäre sie jetzt zweimal ausgewichen, wäre doof gewesen. Ne? Dann hätten wir, weil hier ist der Fluch, dann hätten wir wieder Items einsetzen müssen und so. Nicht sehr geil. Oh, das ist mir eigentlich sowas von scheißegal hier. Mal plus 5% Heilung. Nee, Leben. Grün und Blau. Nehmen wir die drei Blauen und packen noch zwei Grüne rein. So, das hat ja gut funktioniert mit dem Blauen. Das ist ein echt schlechtes Board. Aber wo viel Scheiße ist, kann auch noch einiges an Gold bei rumkommen. Wenn du dann nämlich die Diamanten dann spielst, jetzt in so einem Modus, wo jetzt keine krassen Gegner ihre Specials feuern oder sonst was, dann kann das Board sich auch ganz schnell drehen. Wenn du viel Mist wegmachst, dann muss ja irgendwann muss ja deine Farbe kommen. So, ne? Wenn du den Diamanten nutzt, haust du eine Farbe komplett weg und was danach kommt, ist potenziell das, was du brauchst. Das sieht gar nicht gut aus. Hier. Wir haben keinen Diamant, mit dem wir was machen können. Deswegen müssen wir das jetzt so machen. Was natürlich auch immer eine gute Sache ist, sind Bomben. Ne? Die können sich auch irgendwo dann dran setzen. Ja. Aber jetzt in dem Fall hier nicht. Ja, okay, da haben wir Glück gehabt. Machen wir das erstmal eben so und so. Weil wenn du mit den Bomben dann, wenn du einen Wirbelwind machst und hast einige Bomben, dann die decken ja auch zumindest also maximal 4 Steine halt ab, ne? Wie jetzt hier in dem Fall. Gut, da macht er jetzt nur 3, aber im Prinzip ist, denke ich mal, klar, was ich damit sagen will. Gut, dann Feuer frei bei den Specials. Here we go. Ja, schon wieder. Na, da war's knapp. Aber nicht schlimm, weil wir können es ja tatsächlich wegkriegen. Das tat weh, Kobalt. Das tat weh. So. 12 Minuten für 3 Flaggen haben wir noch. 3 grüne, 2 gelbe. Okay. Aber nehmen wir 3 gelbe jetzt einfach. Geht schneller. So. Let's go. Knappe Sache. Aber das ist halt, wenn man abends zu faul ist, dann muss man es halt unter Druck morgens machen. Ja. Reicht das schon? Ich weiß es nicht. Ja, reicht gut. Zweite Welle hauen wir so weg, wenn das reicht. Ja, reicht auch. Sehr gut. Und jetzt sammeln wir wieder Specials.
Ja, er ist wieder ein Problem. Ich habe auch nicht viel Lila hier, ne? Das ist halt jetzt auch gerade ein etwas größeres Problem. Gucken. Leonie, das ist halt schon wichtig. Da oben in die Ecke, du glaubst es halt nicht, ne? In die Ecke da oben hin. Nicht cool. Die anderen beiden sind in den anderen Ecken. Also das ist schon ziemlich nice. So, und das ist der Vorteil, ne? Guck mal, jetzt haben die sich zufälligerweise da zusammengesetzt. Und da haben wir natürlich jetzt das Schwein, dass wir den so wegkriegen. Erstmal hauen wir Kobalt weg. So. Okay. Ja, war jetzt natürlich ein bisschen doof mit den Wirbelwinden, aber wie gesagt, versucht die immer so lange wie möglich zu halten. Wenn ich dann weil Gelb ist auch so eine Sache. Hier nochmal 50 Mana, ne? Das ist immer das Beste. Das Ding ist halt, weil Gelb halt doch echt gefragt ist eigentlich. Oh, ich hatte gar keinen Heiler dabei, wie ich gerade sehe. Wir hier mal. So machen. Gut. Ah, ich muss gleich niesen. Ah je. Yeah. Ah, jedenfalls das mit der Bosswelle, das ist für mich meiner Meinung nach das Wichtigste. Ja, das macht man zweimal und dann hat man zur Bosswelle 100% Mana. Das hilft schon. Das heißt, wir können ab jetzt müssen wir keine Specials mehr sammeln. Wir können einfach feuern, weil wir haben sowieso volles Mana zur Bossrunde. Guck mal, vielleicht kriegen wir hier einen Diamanten. Kriegen wir jetzt leider nicht. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den blauen wieder. Okay, das war natürlich gut. Ich hatte hier das Match, ne? Jetzt hauen wir erstmal ihn hier weg. Und wir hauen jetzt auch blau erstmal weg. Oh, das war jetzt richtig scheiße. Der hat mir alle Grünen weggehauen, nur nicht dieses eine Ding, was ich brauchte. Das ist natürlich gemein. Kannst du auch wieder keinem erzählen. Und jetzt stehen wir hier wieder mit 5 Grünen und können beten, dass wir, dass wir die zusammenkriegen. Ach Mensch, ey. Da kriege ich zusammen. So, nochmal einen hier mit. Ach, das ist doch doof. Ach, das ist doof. Das ist so doof. Wie viel Pech kann man haben? Aber weißt du was? Zwei Wirbelwinde haben gereicht. Aber das ist doch typisch, oder? Ich hab ja gesehen, dass da viel grün ist. Deswegen dachte ich, komm, machst du einfach mal die ganzen Kombos. Das wird schon so bleiben, dass das entweder zusammengeht oder halt liegen bleibt, dann bleibt da gar nichts liegen. Drei blaue, zwei rote. Das ist natürlich auch wieder. Kannst du ja keinem erzählen, ne? So, drei blaue, zwei rote, oder was sollen wir da? Oh, nee, nicht auf Kämpfen gehen. Ja, zwei rote. Kagan noch. Dann sind wir just in time fast fertig, ne? Letzte Runde hier. Oh, ein Speedrun hier. Ja. Nicht, wie ich das mit dem Gelben da mache. Ah, ja, jetzt hat es mal funktioniert.
Natürlich jetzt sehr gut. Ja, feuern wir einfach mal. Oh, schön, er macht sogar beide auf eine Seite. Respekt. Hat er ausgehalten? Auch Respekt an ihn, ey. Ja. Aha. Das ist jetzt wieder doof hier. Weißt du, das Ding ist ja auch, es ist ja nicht so, dass ich jetzt keine Drachen hätte oder sonst was, womit man das hier irgendwie hinkriegen könnte, ne? So ist es ja nicht. Ach, der macht schon wieder Scheiße. Er triggert mich schon wieder. Kagan ist eigentlich auch ein wichtiger Dude. Den brauche ich eigentlich auch. Ach, jetzt geht der da hinten in die Air. Weiß was, der will nicht, dass ich den Fluch wegkriege. Dann, Kagan, dann hast du halt einen Strike gekriegt. Aber ich lasse mich irgendwie nicht verarschen, ganz ehrlich. Also, dass er jetzt sich dann da hinten hinsetzt, das ist ja der größte Hohn überhaupt. Müssen wir mit Kagan jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, oh, so viel und gar nicht überlebt das? Okay. Gut. Ja, ich kletter immer noch. Okay, 3 Minuten haben wir noch Zeit, dann kommen die nächsten, sehr gut. Wir nehmen mal kritische Treffer. So, wir können mal eben einmal ganz kurz die Segen angucken, die ich schon genommen habe. Und dann kann ich auch sagen, warum. Okay, danke. Wo finde ich das? Hier. Also, meiner Meinung nach sind halt die Ninjas extrem gefährlich, vor allem wenn sie dann in der dritten Aufladung sind. Kobalt, Onyx und so weiter. Ne? Deswegen ist immer mein Primärziel, die Defensive bei den Ninjas zu erhöhen. Also in diesem Turm zu erhöhen. Ja? Und deswegen habe ich hier diesen Stapel genommen. Alle Helden jeden Zug 5% Verteidigung. Und ich habe hier zusätzlich Verteidigung genommen. Das ist erstmal so primär. Dann natürlich hier alle Helden halten 100 Mana, wenn sie die Bossfälle betreten. Habe ich schon gesagt, das ist geil. Das ist der beste Segen, den du da irgendwie machen kannst, finde ich. Das Leben habe ich aus Mangel an Alternativen genommen. Normalerweise würde ich da am Leben nichts machen. Und sobald ich die Verteidigung habe, arbeite ich am Angriff. Ja, und deswegen, da habe ich bisher dann einmal den Angriff genommen, weil dann war nichts mit Verteidigung. Und jetzt gerade kritische Treffer ist auch immer eine gute Sache, wenn du dann den Angriff erhöhst. Ne? Du hältst lange durch die Verteidigung, die erhöhte, hast einen hohen Angriff mit kritischer Chance. Das heißt, wenn da Kaskaden kommen oder sowas, dann machen die viel mehr Damage und der Gegner geht leichter kaputt. So, das ist im Endeffekt mein Ziel habe ich hier erreicht, also mit Bosswelle brauche ich jetzt nichts mehr machen. Weil keine Ahnung, was ich dann in Zukunft nehme, vielleicht dann Stapel plus 5% Angriff oder keine Ahnung, irgendwie was. Ich werde zumindest jetzt gucken, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen die Verteidigung hochkriege, wenn es sich lohnt. Also wenn die anderen beiden Segen dann Mist sind. Ansonsten bin ich jetzt dann dabei, hier in den Angriff zu investieren praktisch. Und dann sehen wir ganz am Ende, was ich da alles dann für Segen angesammelt habe. Dann kann man vielleicht auch mit der Übersicht dann mal vergleichen, wo habe ich dann noch deutlich nachgebessert oder was habe ich dann zusätzlich genommen. Und dann, kann man sich das vielleicht
merken oder sagt, ja, das mache ich genauso. Ne, das wird man dann sehen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.